Einen wunderschönen guten Abend, liebe Godis. Hallo. Vielen Dank für die ganzen Emotes und willkommen zu V-Rising. Wir sind heute bei Dex steht wieder auf. Also Dex ist wieder ist mit dabei. Joe joint gerade und der Otter rennt hier irgendwo. Hallo. Hallo. Ich laufe dem Dex mal hinterher und guck Moin. mal, wo man seine Sachen wieder aufheben kann. Nee, da war nichts zum Aufheben. Brauchst nicht. Ach so. Brauch nur einen Snack. Na dann. Hier sind 7%, willst du da haben? Hat hier 6, ist mir egal. Da brennt noch einer, ein Bogenschütze. Toll. Hatte ich zwar einen Snack, aber bin fast tot. Nein. Ja, kannst du direkt wieder ausheilen. So, werde ich gleich noch einen Zweck holen. Können wir mal gucken, ob wir einen besseren finden. Also einen schlechteren zu finden wird wahrscheinlich schwieriger. Da fällt mir ein, ich wollte doch mal. Okay, hab einen gefunden, das ist ein Sechser. Da ist ein 36er. Ja, den esse ich. Und was bist du? Das ist doch jetzt voll okay. 17. Dich bin ich tot. Naja. Es wird kaum schwierig. Es wird schwieriger sein, einen schlechteren zu finden. Zack, gefunden. Was war denn da? 8. 10. 80. Der hintere hat 80 satt. Ja. Der ist dann, glaube ich, nach meinem Geschmack. Ich brenne zwar, aber ich lasse mir trotzdem. Das war sehr genussvoll. Glückwunsch. Ich glaube, dann warten wir jetzt einfach mal spontan, bis Joe gejoint ist und dann gucken wir mal, was wir heute machen. Jo. Muss mir mal eben einen Karamelljoghurt zusammen rühren. So. Alles gut. Wie ich gerade sagte, dann schauen wir mal, wenn Joe gejoint ist, was wir dann heute machen. Falls du es nicht mitbekommen hattest. Doch, doch. Okay. Ich meine, wir brauchen auf jeden Fall noch also gnadenlose Hohlzahnstiefel. Die yep. können wir, glaube ich, noch gar nicht. Yep. Das ist korrekt. Materialien sollten wir bald haben. Da brauchen wir im Zweifel noch dickes Leder. Also ein bisschen beproduziert.
Ja, ich habe gerade ein bisschen was reingeschmissen. Ja, ist auch. Ist zwar auch noch eine Menge da. 127. Da müssen wir mal gucken, wie viel wir überhaupt brauchen. Es könnte tatsächlich sein, dass. Das wissen wir noch nicht. Ja, gut. Man kann es ja anhand der bisherigen Sachen angucken, wie teuer die Updates waren. Die sind ja meistens ähnlich teuer. Ja, 12, also wir haben genug. Ja, definitiv. Da müssen wir nur noch das Rezept finden. Das heißt, wir müssen Schriftrollen produzieren und Schriftrollen finden und überhaupt. Ja. Dafür müssten wir Blumen sammeln. Ich habe unsere gerade geerntet. Also gerade mal ein paar, aber das ist natürlich nur der Tropfen auf den heißen Stein. Ja, dann habe ich mal Dosen zur Mitte. So, was geht hier ab, außer Gutes, die Emojis findet. Hallo, Dadafisa, sei gegrüßt. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir sammeln Blumen, offensichtlich. Wie das mächtige Vampire so tun. Ja. Genau. Das ist halt... Ich esse Blumen. Denn Menschen tun mir leid. Nun, mein Atem tut danach auch nicht mehr so stinken. Also, was für Blumen sammeln wir denn? Alle. 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 Ja. Alles, was Plummer als Eigenschaft hat, ist Beste. Satt brennt Dex statt Dex und dann läuft so einiges falsch, wollte. Ach, ich habe doch nur gesnackt, während ich gebrannt habe. Ich habe halt einen großen Snack gehabt. Aber sollte nicht der Snack cross sein, nicht du? Ich frage nur so. Ja, Details. Oh, Blütenstaub, sehr nice. Okay, Blumen. Na gut. Also Pflanzenfaser. Nee. Nein, Blumen. Blutrosen zum Beispiel, Sonnenblumen. Alles, was blumig ist. Joe hat Freunde gefunden, sehe ich. Rot hier. Und im Idealfall natürlich sehr, sehr viele davon. Nicht die 20, die ich jetzt in der Tasche habe. Eigentlich sind sie alle Pyromaten. Ich nicht. Ich bin nur ein ganz normaler Blutrünstig. Yep. Ja. Dotter ist nur ganz normal Blutrünstig. Den essen? Ja. Herzenspender. Ey, warum greift der immer noch mich an? Da war er plötzlich. Was, der Kerzenständer greift dich an? Böser Kerzenständer. Nee. Schlosswandbewuchs und so. Sortiment feiner Kerzenständer. Das, was ein Vampir-Lord braucht. Ja. Sortimente feiner Kerzenständer. Oh, hallo, ein Pferd. Lassen Sie mich durch. Ich muss hier, also, ich bin auf Blumensuche. Wichtige Mission und so. Ich kann mich gerade nicht mit euch prügeln. Hallo, Reh. Das ist Rehmon. Also der heißt so. Den Witz lasse ich gleich wieder Retour laufen. Oh, jetzt gehen die Rehwitze hier los. Sehr schön. Ja. Nicht rebellieren, bitte. Wir machen das so lange, bis irgendjemand von uns resigniert.
Oder rekapituliert. Oder uns einfach retourniert. Ja, retournieren ist auch gut, ja. Okay, alle auch sauter. Dann läuft man sicher lieber den Wolf. Ja, es ist halt so. Die Welt ist groß und die Blumen sind selten. Klein. Und wen? Relativ gesehen läuft man sich hier in den Wolf. Also ist die Welt groß genug. Sind das da laufend Sonnenblumen? Nein, schade. Nachdem ich davon ausgehe, dass ihr schlau genug seid, die Sonnenblumenbauernhöfe abzuklappern, bin ich mal so frei und renne da nicht lang. Was? Hast du uns gerade schlau genannt? Willst du das nochmal überlegen? Ich nehme es ja wieder zurück. Ich glaube, er meint mehr Joe als dich. Okay, da bin ich ja beruhigt. Kannst du den Reh wegsnacken? Ja, klar. Alles, was hier rumrennt und nicht untot oder was in irgendeiner Art und Weise lebendig ist, kann man snacken. Nee, man geht ins... Ja, man holt sich ein Kilowatt, genau. Ein Kilo Reh? Einen ganzen Kilowatt? Hm. Boah, so teuer. Nur weglaufen. warte. Gab es in dem Anfangsgebiet nicht relativ viele Blümchen? Ja, verteilt, aber also, theoretisch ja. Oh, Sonnenblumen. Warte, oben jetzt welche. Gotcha. Gotcha. Die wollen sie aber auch nicht abtreten, freiwillig. Toll! Wer bist denn du? Ein Dorfbewohner, ein einzelner Dorfbewohner, der denkt, er greift mich an, mit seinen Fäusten. Kann ich nur einen Fettet Wortwitzklasse empfehlen? Meine Nichte fand's lustig, der Rest ist so semi. Ich habe nicht verstanden, was du willst oder sagst. Was ist eine Fettet? Fettet.de. Ah. Eine Seite, nehme ich mal an. Weil wenn er den Punkt schreibt, wird er direkt geblockt. Ja, so muss er anders. Ah, jetzt macht das Sinn. Ja, ja. Sorry. Mein Fehler. Oh, ein Dex. Du greifst meine Wolfskumpel an. Wuff, 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 wuff. Au, jetzt greifst du mich ein. Wuff, wuff. Au, au, seit wann au? Ich kann dich überhaupt nicht angreifen. Ich weiß. Jeden sind noch Steckrehe, wenn du möchtest. Nee, brauch ich nicht. Eigentlich suche ich nur, pass auf, links von uns ist hier der Bane. Der Typ war kein Skelett. Ah. Ich hab gedacht, Mister ach, ein Skelett Bane. Und dann. Weil das halt ein Level 47 Dude. Mhm. Oh, was ist das denn? Huch! Ah, ein Golem. Geh weg, Golem. Ah, guck an, hier ist ein Skelett wahrscheinlich. Oder auch nicht. Wenn ich es angreifen würde, wäre es auch Bane. Ja, vielleicht sitze ich auch ein bisschen was auf meinem Gehirn. Also nicht nur heute, aber heute ist im Besonderen. Bis Golem. Mehr von diesen Semi-Skelett-Banes. Ah, ein Rudel Wölfe, das sich mit dem Lager anlegt. Das Lager hat gewonnen. Surprise. Kann's nur Gewinner geben. Mhm.
Guten Tag. Haben Sie netten Loot? Schriftrollen, perfekt. Ich möchte mit dir über Loot reden. Mehr Schriftrollen, noch perfekter. Oh, hier wird Knoblauch weg. Ja, vermutlich wegen dem Knoblauch, das ist schon klar. Jetzt machen wir eine Retour. Wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass man Knoblauchvergiftung bekommt, wenn man Knoblauch ausgesetzt ist. Ja, aber ich war eigentlich gar nicht so wirklich im Knoblauchbereich, eigentlich mal am Knoblauchrandbereich. You know? Man hätte mich jetzt nicht anknobeln müssen. Du hast den Dönerladen quasi nur gesehen. Du warst nicht drin. Genau. Und ich stinke trotzdem wie Hulle. Dann war es guter Knoblauch. Was bringt ein guter Döner, wenn man ihn selber nicht essen kann? Warum kann man ihn nicht essen? Na, weil du ihn nicht gesehen hast. Ja, wenn man nicht gesehen, schon klar. Vielleicht ist es ja ein Geisterdöner und deswegen hat er nicht gesehen. Boah, ich komme mal zurück in meinen 172 Sonnenblumen. Und ich bin weiter aufs Suchen. Na, 92. Dann noch ein paar. Ach komm, geh weg. Okay. Das war jetzt für den Dorfbewohner gedacht, der da... Ja. Natürlich. Ja, der hat die, den Weg in seine Hütte versperrt. Der macht ja böse Sachen. Richtig. Will der böse Mann nicht, dass jemand mit einem Vampir in seine Butze kommt? Das ist ja... Der böse Mann will nicht, dass jemand sein Zeug klaut, richtig. Nein, dein ist eine bürgerliche Kategorie. Ja. Vollkommen richtig. Ja. War ja auch ein Bürger, der das auch. Also bürgerliche. Ein Bürger. Ja, bürgerliche Kategorie. Ja. Die bürgerliche Kategorie ist die beste. Leider ein bisschen fettig. Irgendwas ist halt eben. Ja. Kannst halt nicht alles haben. Das sind nur bürgerliche Kategorien. Käse, kein Käse, ne? Richtig, Käse, kein Käse. Bacon, kein Bacon. Ich habe eine Pferderennbahn gefunden. Käse und Bacon. Ja, nicht. Spannend, die haben ja einen Kran, an dem ein Wagen hängt. Aber wozu? Das ist nichts, wo sie ihn hinranen könnten. Jetzt bin ich mal gespannt. Geht Baumwolle auch? Ich glaube nicht. Ist ja keine Blume, glaube ich. Doch, ist es. Okay. Blume, Kraut. Ich glaube, es geht. Blume, Kraut müsste gehen. Wir hatten noch irgendwas anderes Blume, Kraut, was geht auf jeden. Ja gut, dann... Okay, Baumwolle geht. Sehr gut. Davon eigentlich sehr viel mehr. Perfekt. Ja, oder was bist du? Ach, du bist ein schlafender Bär. Ei. Ist der Bär schlafen? Er braucht seinen schönen Sonnenblumensamen reingelegt. Gut, die kann man gleich mal anpflanzen. Der ist gar ein Schlafort. Ist das hier für ein komisches